Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Prick Funtime. Und heute haben wir das Lego Ninjago Heldenheft Nummer 5 mit Kai oder auch Hero Magazin. Wir bekommen heute als Extra wieder zwei Minifiguren und zwar Kai und Nintoid und zudem noch eine limitierte Karte und zwar ist das die Nummer 7. Dies ist aber wieder keine aktuelle Karte, sondern wieder eine ältere. Auch hier hatten wir wieder die Möglichkeit, zwei verschiedene Paarungen von Minifiguren zu bekommen. Und bei mir war leider wieder nur eine verfügbar. Aber ich entferne am besten mal die Extras und dann schauen wir uns einmal alles in Ruhe an. Und so sieht dann unser Magazin aus, wenn wir die Extras entfernt haben. Wir sehen es hier schon am Magazin. Der Kleber war diesmal ziemlich dünn aufgetragen. Dafür war aber die Klebepower umso stärker diesmal gefühlt. Wir starten jetzt mit unserer limitierten Karte. Und zwar ist das die LE7, der goldene Kai Limited Edition. Und nein, es ist nicht von unserer aktuellen Serie, sondern es ist aus der Serie Nummer 6, die Insel. Woran erkennen wir das? Wir sehen hier oben Serie 6 und darüber dieser Totenkopf. Und das ist auch der Totenkopf, der da in der Ecke ist. Und so können wir immer gut herausfinden, von welcher Serie diese limitierten Karten sind. Kann man auch ganz einfach im Internet nachschauen. Dann das zweite Extra, was dabei war, Kai und Nintoid. Die zwei Minifiguren, die schauen wir uns dann wie gewohnt später nochmal in groß an. Erstmal zum Magazin. Und jetzt, wenn wir das extra entfernt haben, sehen wir, es gab auch wieder zwei Varianten. Wir sehen oben Kai vs. Lasher und dann Kai vs. Nintoid. Die untere Version habe ich ja jetzt, die obere war wieder bei mir in der Region nicht verfügbar, war jetzt auch wirklich in insgesamt 4 Läden und habe es dort nicht entdeckt. Jetzt sehen wir hier ein bisschen mehr, was wir bekommen. Natürlich wird es in diesem Magazin komplett um Kai gehen. Missionen, Spiele, selbst die Poster und wie wir auch gesehen haben, eine alte limitierte Karte von Kai. Zudem gibt es 12 Seiten Comic und zwar Kais Mutprobe. Wir schlagen einmal unser Magazin auf und dann haben wir linke Hand Werbung für unser normales Ninjago Magazin. Ja, jetzt mit dem Untertitel Dragons Rising, was natürlich jeden Monat neu erscheint. Und dann haben wir auf der rechten Hand unser Inhaltsverzeichnis und hier sehen wir schon jede Menge Rätsel, Missionen und natürlich Gegner finden wir auch jede Menge. Und zudem noch ein Spiel. Aber alles, was uns heute hier erwartet, war schon einmal da. So viel vorweg. Also hier finden wir wirklich keine neuen Sachen drin. Es sind alles Wiederholungen. Selbst die Poster hat man ja auch gesehen an der limitierten Karte. Diese hatten wir schon mal in anderen Ninjago Magazinen gehabt. Dann haben wir hier unseren guten Kai, selbstverständlich. Und unten mit dem Titel Kai, der Meister des Feuers, gefällt mir wirklich recht gut. Aber die andere Seite gefällt mir noch mal ein Stückchen besser. Da ist dann unser Kai in seiner goldenen Uniform, wie auch auf der limitierten Karte. Und das mit den Flammen, das gefällt mir unheimlich gut. Also es sind wirklich zwei tolle Poster diesmal hier drin. Und das sage ich nicht wirklich sehr oft. Dann, wie gesagt, Missionen. Zwei an der Zahl. Dann Kais Elementtraining. Auch nicht schlecht gemacht. Ist auch wieder eine Mission. Dann haben wir hier tierisches Chaos. Sowas gefällt mir auch immer sehr gut. Man darf halt echt nicht vergessen, was ist hier die Zielgruppe. Das sind nicht die Erwachsenen, sondern ganz klar die Kinder. Hier ist einfach ein Bilderrätsel und dann soll man zählen, wie viel man insgesamt von diesen Gegenständen, die hier unten aufgebildet sind, in unserem Bild wiederfindet. Was ich total lustig finde, auch hier oben, ganz oben in den Bäumen haben sie welche versteckt. Dann nochmal eine Mission. Dann geht es natürlich weiter mit Missionen. Also gefällt mir wirklich sehr gut Aufbau von dem Magazin, wie sie es gestaltet haben. Vorne haben wir komplett unser Comic und hinten haben wir unsere Missionen und Spiele. Geist, Übung, Leidenschaft. Da sehen wir halt auch nochmal aus verschiedenen Episoden ein paar Bilder und nochmal selbstverständlich ein paar Fakten über seine ganzen Übungen. Ein Bildersuchrätsel gefällt mir persönlich immer ganz gut. Dann haben wir hier unser Spiel schön über zwei Seiten. So, und das war's dann mit dem Magazin. Und jetzt werden wir dann sehen, was wir in der nächsten Ausgabe bekommen. Dann haben wir hier noch einmal Werbung Jurassic World. Und in der nächsten Ausgabe der Nummer 6 bekommen wir dann
Cole vs. Lesher. Das Ganze soll am 26. April erscheinen. Hier steht jetzt auch noch nicht mit drauf, ob wir eine limitierte Karte bekommen. Und was wir sehen, es gibt nur noch ein Extra. Bei Magazin 1 bis 5 gab es immer zwei verschiedene Extra. Wie gesagt, bei mir mega ärgerlich. Immer das, was ich haben wollte, war nicht verfügbar. Darum finde ich es eigentlich ganz in Ordnung, dass sie nur ein Extra machen und das auch dann dementsprechend überall verfügbar ist. Werden wir uns dann selbstverständlich auch hoffentlich am 26. April anschauen. Dann hier jetzt nochmal Werbung, wollte ich mal kurz drauf eingehen. Ninjago Legacy. Und hier steht jetzt, und das lese ich jetzt auch zum ersten Mal, immer mit zwei Lego Ninjago Minifiguren. Ich meine, das ist uns ja bekannt. Und dann in einer coolen Tinbox. Also sagen sie ja ganz klar, in Zukunft normale Lego Ninjago Magazin bekommen wir immer eine dieser richtig coolen Tinboxen. Und das Ganze kommt natürlich alle zwei Monate neu. So, dann kommen wir zu unseren beiden Minifiguren. Ich baue sie zusammen und dann schauen wir sie uns in groß an. Linke Hand, unser Kai, komplett in Rot gehalten. Die Hose ist bedruckt. Vorne, der Torso ist vorne wie hinten bedruckt. Wieder richtig schön in Schwarz und einem goldenen Drachen. Hinten noch sein goldenes Symbol. Er hat wieder einen Kopf, zwei Gesichter, was mir persönlich immer sehr gut bei Minifiguren gefällt. Zudem noch seine rote Ninja-Kapuze. Hier wieder, was ich öfters mal bemängel, leider ohne Symbol aufgedruckt. Zudem hat er noch ein goldenes Katana als Waffe hier dabei. Der Gegenpart ist dann Nintroid. Leider hier die Hose komplett in Schwarz gehalten, keinerlei Druck drauf. Der Torso dafür umso cooler bedruckt, vorne wie hinten schön in Schwarz, Rot, Lila und selbstverständlich in Silber. Sein linker Arm bekommen wir auch nochmal in Silber, zudem seine Hand in Lila. Hier leider auch kein Wendegesicht dabei, wieder nur eine Gesichtshälfte bedruckt. Ist aber auch ein bisschen schwierig bei Minifiguren, die keinerlei Frisur oder Helm dabei haben, um das zweite Gesicht zu verstecken. An sich wieder ein richtig cooles Duellpaar, was wir hier bekommen. Und dann fasse ich einmal kurz zusammen, was wir heute hier bekommen haben in unserem Lego Ninjago Heldenheft Nummer 5. Und zwar mit unserem Hero Kai. Natürlich bekommen wir wieder zwei von insgesamt vier Minifiguren, auch wenn bei mir wieder nur eine Variante verfügbar war. Zudem noch eine limitierte Karte, und zwar die LE7 aus der Serie 6, der goldene Kai, was ich persönlich auch wieder richtig cool finde, dass wir auch mal so wieder an alte limitierte Karten rankommen können. Unterm Strich wieder wirklich eine gut gemachte Ausgabe und auch für den Preis 5,99 € kann man hier eigentlich nicht meckern. Natürlich, wer schon lange die Lego Ninjago Legacy Magazine sammelt, wird sich hier an alles erinnern können, dass wir alles, was wir hier sehen, schon einmal hatten. Für neu eingestiegene Fans finde ich dieses Magazin absolut empfehlenswert. Wir bekommen Figuren, die wir schon lange nicht mehr hatten, sowie eine limitierte Karte. Aber ihr wisst, alles, was ich hier sage, ist nur meine persönliche Meinung. Eure Meinung zählt auch. Schreibt gerne mal in den Kommentaren, was haltet ihr von unserem aktuellen Lego Ninjago Heldenheft Nummer 5. Und dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen, und solltet ihr es noch nicht getan haben, könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal, euer Horgi.